Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3. Wir sind in der letzten Folge mitten in diesem kleinen Kampf hier stehen geblieben, nachdem wir unsere ehemaligen Bekannten, Freunde, wie auch immer man das sehen möchte, befreit haben. Aber gleichzeitig haben wir auch die Gedankenschinder befreit, die in diesen Kapseln waren. Und die gilt es jetzt zu töten. So, wen haben wir denn hier alles? Astarion. Kann sich Astarion mal irgendwo hier ranschleichen? Ist die Frage. Yes, here. So. Darf nicht bedroht sein. Na gut. Dann gib ihm mal so. Träge, Fehlschlag. Ja, das war ja fucking nice. Probieren wir es nochmal hier mit. War jetzt auch nicht der Burner. Okay, dann lass uns mal probieren. Ja, das könnten wir probieren. Wie viel Leben haben die denn? 71. Nice. Rüstungsbonus. Gut, Karlach. Karlach könnte sich mal straight um den Kollegen hier kümmern. In position. Ich glaube, das machen wir auch. Mal probieren, den einfach direkt weg zu snaggen. Schade. Ich dachte, er stirbt dabei. Na egal. Wollen wir hier rangehen, dass er sich nicht bewegen kann. Okay. Der ist auch noch dran. Wo ist er denn? Er ist 8 Kilometer entfernt. Aua. Bitte unterlassen Sie dies. Mein Freund Astarion, was machen wir mit dir denn am besten? Beziehungsweise, was machen wir denn überhaupt? Ich habe so das Gefühl, Blitzerbeirufen wäre auf jeden Fall eine gute Wahl. Könnten wir sogar so machen, ohne dass die alle damit stehen. Nice. Er ist fast da und er hat auch schon ganz gut Damage bekommen. Er ist auch noch jede Menge Gedankenschinder. Wir gehen mal so ein bisschen nach hier. Wir drehen uns ein bisschen so und werden die Runde. Oh, die können fliegen. Okay, 13. Betäubt ist gar nicht gut. Gehirn herausziehen? What the fuck? 31 gefällt mir auch überhaupt gar nicht. Ja, bring sie alle um. Nice. Aua. Ja, die machen ganz gut Damage teilweise. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So, aber wir haben ja auch kräftig verstärkt. Nice. Nice. Schade. Holy shit. Nicht alle betäuben, das gefällt mir gar nicht. Okay, wo kommt er denn noch her? So. Ich würde fast sagen, ich hätte Bock auf Blitze. Ja, ich denke, es würde sich ganz gut gestalten. Das war jetzt nicht die Welt, aber ist ganz okay. Wir könnten mal probieren, ihn wegzuschubsen. Schade. Na gut.
Ach, fuck, ich wusste es. Es könnte böse ausgehen. Na, es geht noch. Versammelt euch ruhig mal ein bisschen mehr auf einer Stelle. Es wäre so. Oh oh. Jetzt reißt mal bitte was hier, Jungs. Sehr schön. Bleibt, ja, bleibt da stehen. Ah, fuck. Ja, beruhigt euch jetzt mal ein bisschen mit eurem, was auch immer ihr da macht. So. Sehr schön. Müssen mal irgendwo anders hin, habe ich so das Gefühl. Genau, wir gehen mal hier hoch. Dann können wir Karlach dann aufhelfen. Okay, du kannst gar nichts machen. Das ist ja ganz toll. Könnten überlegen, ob wir einen Trank der Geschwindigkeit nehmen. Damit wir vielleicht doch noch was machen können. Habe ich noch einen? Wir sprechen mit Tieren. Ich glaube, wir haben gar keinen mehr, was? Na gut, schade. Wir könnten es irgendwie versuchen, mal noch ein bisschen wegzugehen. Ach, hör doch mit eurem Betäubt auf. Ja, okay, er stirbt. Egal, wir können einen Heiltrank draufwerfen. Nice. Aber meine... Der 100% überzeugt bin ich noch nicht. Wir kriegen ganz schön viel Damage. Ja, das war so klar. Ach Gott. So, warte mal. Ja, ja, lass mich in Ruhe, Kollege. Werfen. So, dann. Ich will nicht nochmal schauen, ob wir nicht doch einen Trank der Geschwindigkeit haben. Lass uns das mal ein bisschen aufziehen hier. Trank des Fliegens. Nicht klar, wir haben. Ne. Wir haben keinen Trank der Geschwindigkeit. Das ist bedauerlich. So, heilendes Wort. Können wir ihn nochmal heilen? Das war's dann auch. Okay, zumindest sind alle erstmal wieder da. Und dann gehen wir so ein bisschen hier hin. So, und jetzt werfen wir eine Granate. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Und zwar... können wir nicht. Na, ganz toll. Gut. Dann sauf erstmal. Und lauf mal ein bisschen... hier irgendwo hin. Das könnte ein Feuer, Baby. So, kannst du eine Granate werfen? Das ist die Frage.
Stapelteilen ein. Kann sie auch nicht. Ach, ja. Das ist alles sehr bedauerlich. Dann. Müssen wir mal hier irgendwo hingehen? Ach nein, come on! Gott sei Dank. So. Perfekt. Du kannst immer noch gar nichts machen, oder was? Was ist denn da nicht mit ihm los? Warum kann er nicht zaubern? Flingenbann. Warum kann er nicht zaubern? Gut, dann musst du halt die Granate werfen. Kann er nicht. Toll. Der ist ja auch noch geschwächt von letzter Runde. Ich weiß es nicht. Naja, wir schauen mal. Nice. Nice. Ja, ja. War wieder so klar. Ja, so ein Damage soll jetzt mal lieber auf einen von diesen Trotteln machen. Was das für eine Reichweite hat, ne? Der wollte mich auch komplett verarschen, glaube ich. Danke. Endlich macht man mal ordentlich Damage hier jemand. Jawoll. Ja, Stalin stirbt. Perfekt. So. Gut, ihr habt es jetzt. Ihr habt es ja so gewollt. Warte mal. Das wäre eine Bonusaktion, ne? Wie viel macht ihr normaler Angriff? 8 bis 20. Sollte eigentlich eventuell reichen. Probieren wir es mal damit. Ach, come on. Let's spill some blood. So. Hallihallo zurück. Da bin ich wieder. Leider gab es einen kleinen Encoder-Fehler und das ganze Spiel ist abgestürzt und OBS und wir haben natürlich zwischendurch nicht gespeichert. Das heißt, wir sind wieder genau hier. Toll. Gut. Wenigstens wissen wir jetzt, was diese Boys für Sachen machen. Bedeutet. Wir werden jetzt mal gleich hier ein bisschen härter rangehen an den ganzen Bums. Wir stellen uns mal hier hin. Öffnen mal unseren Beutel und werfen mal direkt eine schöne kleine Granate. So, am liebsten würde ich ja... Aber wir haben nichts, wo wir ganz viele treffen, ne? Ne. Dann werfen wir sie hier hin. Dann machen wir schon mal denen richtig viel Damage. Warum habe ich jetzt ihn nicht getroffen? Ach, come on, du verarscht mich doch. Ne, das laden wir. Ich opfer nicht die Granate für 22 Schaden an so einem komischen, laufenden Gehirn. Du würdest mich doch völlig verarschen. Also. Wir gehen mal hier in die Schatten. Machen was anders. Dann geben wir ihm mal ordentlich Damage. 24, okay, und gehen jetzt hier ran. An ihn. So. Odin. Odin ist noch lange nicht dran. Have to keep going. Gehen wir hier rüber.
geben ihm mal ein bisschen was mit. So, wir wollen es auf jeden Fall mal ein bisschen, aufsplitten, würde ich sagen. So, gib ihm. Und gib ihm nochmal. So, ist er schon fast tot. Also was heißt fast? Half-Life, würde ich sagen. So, kritischer Fehlschlag ist perfekt. Okay, wir überlegen jetzt mal, wie kann ich am meisten auf einmal treffen. Wir könnten das darauf machen. Wenn wir es aber schaffen würden, schaffen wir aber nicht. Womit machen wir dann am meisten Damage? 3 bis 30. 8 bis 48 ist natürlich ziemlich OP. Bis 16. Ja, ich glaube, wir gehen wieder auf Blitze. Können wir denen auch ganz gut Damage machen, ja. 19 ist schon mal gar nicht schlecht. So, und jetzt verschwinden wir irgendwo, weiß ich nicht, wohin, hierhin. Bisschen verteilt. Gib ihm. Ja, das war wieder klar mit ihrem Betäubt, ne? Ja, wenn ich natürlich so versammelt, wäre das schon ziemlich cool. Aber er haut ab. Ja, wir machen mal Bezaubern. Nice, bezaubert. So. Jawohl, gib ihm. Gib ihm richtig, bitte. Okay, jawohl. So, okay. Ihr solltet mal die großen fokussen auf jeden Fall. Die kleinen sind irrelevant. Nicht zu ungut. So. Na, das war wieder mehr oder weniger zu erwarten. Gut. Wir könnten uns überlegen, ob wir... Was haben die denn eigentlich für... Haben die Schwächen? Nein. Wir könnten überlegen, ob wir irgendwie... Damage hat der. Wie viel Damage macht das? 10 bis 40. Wenn wir Glück haben. Nice. Zerlegen wir den. Okay, sehr gut. Ja, schießen wir mal auf ihn. Nice. My faith will protect me. So, genau. Dein Faith will protect you. So, jetzt heilen wir uns. Alle mal ein bisschen. Dann steht Karlach nämlich auch wieder auf. Das ist perfekt. 8 bis 20. Eigentlich ein bisschen verschwendet. Ich habe ein bisschen Bock auf den Hüter. Eventuell. Aber dafür würde ich gern ein bisschen laufen. Naja, greif mich ruhig an. Ist mir eigentlich egal. So, und jetzt schmeißen wir den Hüter nämlich. Wir gehen noch ein Stückchen. Schmeißen wir den Hüter nämlich hier zwischen die Boys. Sehr gut. Und dann gehen wir so weit wie möglich zurück. Oh Gott, das war dumm.
Das war richtig dumm, aber okay, er macht Damage. So, Blitze. Blitze, 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 Blitze. Blitze, Blitze, Blitze. Wir blitzen bei ihm weg. Nice. Dann können wir nämlich auch ein bisschen wegfliegen. Wir fliegen mal dahin. Wenn wir Glück haben, können wir später dann Karlach aufheben. Oh oh. Hat er gerade seinen eigenen Typen angegriffen? Huh? Verpasst? Nice. Der Kampf bleibt auf jeden Fall sehr gut in dieser Runde. Greift doch nicht ihn an. Greift doch wen Vernünftiges an. Die können doch gar nichts. Die Idioten. Greift doch hier. Genau so. So, das ist ja noch einer. Habe ich ja gar nicht gesehen. Gut, dann. Now they see me. Na gut, dann gib ihm mal einen so einen Pfeil hier. Schade. Noch so ein kleiner Intellektverschlinger. Warum greifen die jetzt? Bin ein bisschen irritiert, warum die sich gegenseitig angreifen. Habe ich was verpasst? Nice. Also die Kamera ist hier aber ein bisschen buggy in dem Level. Oh, nice. Mit deinen Speeren. Nice, er ist fast down. Gut, er tötet jetzt nach Odin, was auch sonst. So. Wärst du so gnädig und würdest Stapel teilen. Eventuell mal ein bisschen hier hinkommen. Bisschen hier hinkommen und das Ding hier mal werfen, das wäre bezüglich, naja, geht nur auf einen, egal. So, dann auf ihn. Aber nicht ran. Naja, dann so. So, du hebst ihn hoch. Ah, kannst du nicht, perfekt. Dann das, gib ihm das mal zurück. Und gehen wir ein bisschen aus der Schussbahn. So. I didn't think I was going to make it. Thank you. Kein Ding. I owe you an explanation. Much more than that. But first, please. The others, the ambush. Tell me, they survived? Ne, die sind alle tot, ne? Wenn ich mich richtig erinnere, ja. Ja. Euer Verdienst. Manche andere sind in den Zellen im Mondaufgang gelandet. Euer Verdienst. Sie haben Zuflucht gefunden, aber was bei den Höllen war dort los, Zevlor? You've heard some of it, I'm sure. That I froze, or broke, or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. Mm-hmm. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. So, 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 du kleiner Schlingel. Okay.
Ja, sie wollten euch offenbar versklaven. Das ist nicht eure Schuld. It would be nice to think so, but whatever these monsters twist us into, I believe it begins in us. I won't make excuses. I can't make amends. But I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Ja, sucht eure Leute, sie brauchen euch. They have you. Go, my friend. Please, let me do this much. Na gut, dann mach mal. Könnt ihr ihn bitte mal... Gut. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Tränke, habe ich so das Gefühl. Soll ich mich jetzt nochmal heilen? Wäre vielleicht angemessen für den Kampf. Wir speichern erstmal, bevor hier das Ding wieder abstürzt. Und lass uns mal ein bisschen looten. Wolfsspeer wäre gestohlen. What the fuck? Achso, weil er der Alten gehört, oder was? Okay, alles klar. Time to press ahead. Geleckt-Verschlinger. Nehmen wir diese ganzen kleinen Gehirne mit. Gut, die liegen alle hier rum. Da lass uns mal erstmal ihn hier durchsuchen. So, dann ihn. Dann ihn. Dann ihn. Was ist das denn? Offenes Ohr. Okay. Hab ich glaube, ich auch noch nicht gefunden. Ein getroffenes Ohr. Ja. Schnauze, bitte. Gut, wollen wir nochmal mit Manip sprechen? Oh, stench. I'm beginning to think I should have stayed in that pod. In there it only smelled like me. Is there any news about Duke Ravengard? Did he get out alive? No. Tell by your expression. Gonna have to fall on my sword, aren't I? Ja, musst ja nicht gleich übertreiben und dich umbringen. So, mit Zeplo haben wir geredet. Warte mal, wer war denn hier noch? Panzerhandschuh. Waren das nur drei? Red noch mal mit ihr. Don't know how to thank you. I thought I was done for. This is a bleeding shit show. Half my squad's dead, the other half sporting tentacles. We came here to rescue Duke Ravengard. But we didn't stand a chance. Sicher, dass Ravengard hier unten ist? Yeah. He was in one of the pods. The cultists took him away. He was still human and still trying to put up a fight. Okay, das wäre nicht schlecht, wenn wir den irgendwie retten könnten, ne? Brauchen wir noch irgendwas? Ne, ich denke nicht. So, wir gehen jetzt mal doch mal kurz auf die Map gucken. Wir waren mehr oder weniger überall. Hier runter geht es halt noch, ne? Beziehungsweise hier hoch. Ich glaube, da werden wir jetzt erstmal reingehen. Hier waren wir. Hier hatten wir Misora befreit. Und wo geht's hier hin? Hier könnte sie eventuell dahin gehen. Na, machen wir auf hier den Bums. Wir schauen mal. Unterkünfte, ob wir hier. Herren der Seelen. Aha, interessant. Ich glaube, die werden wir mal. Wollen wir die mit dem Hinterhalt angreifen? Wäre, glaube ich, eine ganz gute Maßnahme. Ich will nur mal ganz kurz schauen, ob hier irgendwo.
Wo sind wir hier? Kartentechnisch? Da kommen wir, glaube ich, zur gleichen Stelle wie hier, was? Okay. So, wir können mal alle in den Geduckt-Modus gehen. Warte mal, lass uns mal kurz. Geht mal ein bisschen ran. So, wir speichern mal an der Stelle. Wir probieren einmal zu interagieren. Ich glaube aber, es wird kein Dialog kommen. Und ich würde eigentlich gerne Hinterhalt machen. Also dann laden wir eventuell nochmal. General Thorne was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Nein. Täuschung. Das ist ein Missverständnis. Ich wurde beauftragt, euch bei der Vernichtung dieser Verräter zu helfen. Ich hab ein Herz. Wir brauchen einen kleinen Bonus von dir. Das wird nämlich nicht so einfach. Ja, perfekt. Das wird nämlich gar nichts, um genau zu sein. Schade. Will ich erneut würfeln? Nee. Lies. I shall present your bones to General Thorne as retribution for what you did to him. Ich sag mal so viel, ne? Das Einzige, was du wirst, ist sterben. Denn wir packen mal unser Ding hier aus. Stapel teilen. Nehmen mal eine von unseren wunderschönen Handgranaten. Und werden euch mal zeigen, was die so können. Einiges nämlich. Andy? Have fun. Ich würde sagen, das hat sich erstmal direkt gelohnt. Say bye bye. Korrekt. Bye bye. Ja, Knaufschlag. So, noch Fragen? Ja. Das glaubst du doch selber nicht mal, Friend. So, ich würde sie eigentlich gern direkt ausschalten. Wie viel Schaden macht das? 11 bis 36. Das wäre schon ziemlich nice, aber wir könnten auch ihn direkt ausschalten. Wir probieren es mal. Ja, gar kein schlechter Damage. Reicht noch nicht ganz, aber passt. Aua. Warum ist hier so viel brennbares Material? Stelle ich mir die Frage. Och, come on. Sie resistet das. Ernsthaft. So. Dann machen wir hier bitte kurz einen Prozess. Nice, danke. Und tschüss. Perfekt. Ja, allerdings, können wir hochheben. Das wäre ein Traum. Danke. Daneben. Gib ihr. Wir leben mal die 65, okay. Tod ausbrüten. Ja, ganz nett. Aber den fort mit deinem Spaß. Wir müssen auf jeden Fall heilen. Wir heilen mal Odin. Auch wenn es nur 5 sind, besser als nix. Und dann gehen wir mal ran, damit sie nicht wegkommt. Du schluckst erstmal. Schönen Trank. Wo kommt der denn her? Oh, fuck, hätte ich Feuer verwandeln sollen. So. Du. Bringst ihn mal um. Danke.
Das wird so nichts, Fräulein. Ja, auch dein Tod ausbrüten ist ja eigentlich ganz nett und so, aber... Ich würde sagen, wir sind nicht interessiert. Wir heilen uns erstmal ein bisschen hoch. Kannst du mal ein bisschen Frostschaden abkriegen? Ups, jetzt ist Schattenherz ausgerutscht, lol. So, und du gibst dir den Rest, würde ich sagen. So, das geht an Carla. Was ist das denn hier? Honigschinken. Oh, das geht ins Lager. Warum ist das Diebstahl? Mir relativ egal. Natürlich beklaue ich die. Ich klaue die alle. Ich verstehe die Frage nicht. So, okay. Wo ist denn dieser kleine Gnom hin? Hier. Das geht an Kardach. Das geht ans Lager. Das nehme ich. Wir nehmen jetzt das zweite Ding. So, wir schauen uns mal hier noch ein bisschen um. Was ist denn eigentlich hier unten? Da kommen wir nicht hin, oder? Oh, warte mal. Oh. Achso, das ist nebenan, ne? Ja, ich glaube, in den Abgrund kommen wir nicht, I guess. Dann lass uns mal kurz hier rüber gehen. Ne, warte mal. Hier ist er. Ne, doch nicht. Das liegt alles hier. Das ist falsch gesehen. Ne, ich bin ja woanders schon. Okay. Lass uns kurz den Brief lesen von Eisenfinger. Sie setzt mir bald einen ein. Kressa, die zur selben Stunde wie ich initiiert wurde, vor all diesen Jahren. Sie wird mir einen Parasiten ins Ohr einsetzen, wenn ich schlafe. Er trägt es nicht, kein eigenes Versuchskanikel zu haben, an dem sie herumexperimentieren kann. Braucht ihren eigenen Sklaven, damit sie weitergehen kann, als Balthasar ihr erlaubt. Kressa, ich erinnere mich noch, als wir zusammen Ameisenhaufen zertreten und wiedererweckt haben. Unsere allerersten Toten. Ich hoffe, du erinnerst dich noch tief in deinem Inneren. Okay. Verschlossener Verstand. Was damit ist, weiß ich auch noch nicht so genau. Das haben wir schon mal irgendwo gefunden. Die Truhe hatten wir die, ja, ne? Hatten wir. Ja, den Verstand schicken wir mal ans Lager. Und das kann eigentlich Dings nehmen. Genauso wie die ganzen Sachen hier. So, dann gehen wir hier nochmal hin. Karlach, das nehme ich. So, wir looten hier mal kurz durch. Tagebuch, haariger Henry. Lesen wir auch noch gleich. Da geht's rüber. Dann gehen wir noch hier rein. Kressas Notizen. Forschungsprotokoll, Herrin der Seelen. Okay, und da ist hier gar nichts oder was? Laterne, kann ich die nehmen? Okay. Und ich glaube, hier waren wir auch noch nicht drin, ne? Ja. Tagebuch von Morty oder wie auch immer man das ausspricht. Gut, dann lesen wir die Sachen uns auf jeden Fall nochmal durch. Können wir hier auch gar nicht weiter, ne? Ich dachte erst, da geht es durch. Aber da geht es nicht durch. Ach so, aber hier geht es ja durch, ja. Genau. Speichern ganz kurz. So, wir lesen mal ganz kurz Tagebuch vom haarigen Henry.
Diese glitschigen Eingeweide, diese flüssigen Kammern. Wie lange sind wir schon hier? Wie lange erschaffen wir uns schon Sklaven? Ich will nicht mehr. Mirkul wird langsam von meiner Angstspirale in meinem Kopf überdröhnt. Der Herr der Knochen will keine Feiglinge. Das Ganze sieht nicht real aus. Ich bin im Bauch eines Kraken. Mein Inneres ist nach außen gestülpt. Ich bin tot. Mirkuls graue Einöde klang immer friedlich. Nicht so. Okay. Brief. Achso, das kennen wir schon. Das könnten wir mal in unsere kleine Brieftasche hier werfen. Experiment an Exemplar 1, Tag 4. Mir ist erneut ein Flüssigkeitsverlust aus der Mundhöhle aufgefallen und ich konnte die Ursache eingrenzen. Aufgrund der ungewöhnlichen Methode der Parasiteneinführung tropfen die Ausscheidungen der Kreatur im Inneren heraus, statt vom Gehirn absorbiert zu werden, wie wir es bei anderen Wirten beobachten konnten. Ich kann nicht sagen, warum der Parasit dieses Öl absondert, doch es weist einen Geruch nach Knoblauch auf, den wir inzwischen als Hinweis erkennen, dass der Parasit sich von der Gehirnmasse des Wirts ernährt. Ich habe eine Probe der Ohrenflüssigkeit genommen. Tag 5. Heute. Vivisektion. Keine Anzeichen von Schmerzen, als ich den langen Darm abgewickelt habe. Packt das Organ stattdessen, als sei es ein Seil, legt es mir um den Hals und versucht mich zu erdrosseln. Die erbärmlichen Arme tragen jedoch keinerlei Kraft mehr in sich. Ich musste die Eingeweide wieder in den Körper stopfen, versuche es an einem anderen Tag erneut. Okay. Notizen von Kressa. Ich habe 1000 Ohren gesehen. Manche zucken aus Reflex, wenn sie wissen, dass sich der Wurm gleich hineinbohrt. Die Larve braucht länger, wenn das Eingangsloch nicht sauber ist. Ich bin dazu übergegangen, den Gehörgang mit einer Ohrenkerze auszubrennen. Die Arbeit ist eintönig. Ich bin der Ohrenleid. Ich bin es leid, dass mein einziger Befehl lautet, Sklaven zu erschaffen. Anscheinend wird alles, was wir über das Gehirn erfahren dürfen, von den Auserwählten erledigt. Ich darf diese dumpfen Sklaven nicht studieren. Ich brauche einen neuen, einen, von dem Balthasar nichts weiß. Eine Kreatur von außergewöhnlicher Willenskraft, die mein alter Liebling, wie mein alter Liebling, die trotz dem Einfluss des Parasiten Fragmente ihres Verstandes behalten kann. Wir müssen wissen, wie das möglich ist. So, und das, was war das? Moment. Tagebuch, achso, von dem Morty oder. Wie auch immer man das ausspricht. Ich erinnere mich noch an unser Leben als Landärzte in Nashkel. Wir wollten einfach nur die Besten sein, lernen, das Blut aller sterblichen Wunden zu stillen. Wie sind wir hier nur gelandet? Kressa ist nicht mehr dieselbe. Seit ihr Schoßhündchen von wahrer Seele auf den Nautiloiden verfrachtet wurde. Ich kann sie nicht einmal berühren. Mir wird schon ganz schlecht bei dem Gedanken. Meine eigene Frau widert mich an. Mit all diesen Experimenten. Sie ist nicht mehr länger meine Frau. Ich dachte, sie würde vielleicht zu sich zurückfinden, sobald ihre geliebte Kreatur weg ist, aber sie verzehrt sich voller gepeinigtem Verlangen nach diesem verdammten wilden Leichnam. Wenn sie herausfindet, dass ich Balthasar gesteckt habe, dass sie dieses Ding behalten hat, bringt sie mich vielleicht um. Okay, interessant. Also das war so eine ganze kleine Gruppe, die quasi hierher gekommen ist. Als Sklavenerschaffer. So, wir speichern hier nochmal. Und öffnen mal ganz kurz den Spaß hier. So, und gehen wir hier rein. So. Lass uns mal hier ein bisschen rangehen. So, wo sind wir denn jetzt hier? Irgendwie habe ich ein bisschen den Überblick verloren, wo wir jetzt sind. Wo geht's hier hin? Können wir hier mal aufmachen? Was haben wir denn hier? Sind keine Gegner drin? Oh. Das sieht aus wie, sieht aus wie quasi. Oh Gott, ich komme nicht auf den Namen. Das Cockpit mehr oder weniger, wo man steuern kann. Das sah doch auch so ähnlich aus bei dem einen.
So, nimm mal diesen Verstand bitte an dich. Und schick den mal ans Lager. Irgendwas kann man bestimmt mit denen machen. Neutroiden-Tank. Das angreifen und kaputt machen? Warum nicht? So. Haben wir hier noch irgendwas? Genesung. Oh. Naja, okay, haben wir eigentlich jetzt nicht gebraucht, ne? Aber egal. Können wir hiermit irgendwo hinfahren? Lassen wir kurz speichern. Ich glaube, damit können wir darüber fahren. Bedeutet aber, dass wir uns erstmal noch ein bisschen umschauen sollten. Wir gehen nochmal da hoch. Weil irgendwo hier war doch Caverick. Ich glaube, hier drüben müsste er drin sein. Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Spielt aber, wir könnten hier nochmal hingehen ganz kurz. Aber ich glaube, hier waren wir ja schon, ne? Na gut, wir gehen mal hier. Hier rüber. Ja. Hier ist er, glaube ich, drin. So. Speichern mal ganz kurz. Wir machen das mal auf hier. Zombie, Zombie, Zombie. Gehen wir ganz kurz ein Stück rein. Wir schleichen mal alle. Nekrotisches Labor. Ne, hier war das gar nicht mit. Mit Herrn Caverick. Ich glaube, da. Hier war das. Das heißt, wir müssen hier links durch und dann kommen wir dahin. Okay. Bedeutet für uns, wir haben hier noch einen kleinen Kampf. Geflügelter Hakenschreck. Ein paar Zombies. Softer than a whisper. Gut, ich werde sagen, wir greifen die dann mal an. Dann sehen wir uns hier um und dann können wir dann hier irgendwo durchgehen und darüber gehen. Eventuell. Oder wir müssen andersrum gehen. Oder warte mal, wollen wir erstmal nochmal zurückgehen? Ja, lass uns mal ganz kurz zurückgehen. Lass uns mal ganz kurz hier rumgehen. Und dann hier hinstellen. War das hier? Hier war das, glaube ich, ne? War das hier? Oh ne, warte mal, hier ist der Typ. Was ist denn hier eigentlich drin? Sicher jetzt erst den Käfig. Gar nichts ist da drin. Okay, dann lass uns nochmal hier hingehen. Na, hier kommen wir aber auch hier raus. Okay. Na gut, dann macht es keinen Unterschied. Ich dachte, hatte ich hier nicht den Caverick gesehen oder ist der mittlerweile abgehauen? Na, egal. Gut, dann wir speichern hier an der Stelle. Und ja, schauen uns das hier mal in der nächsten Runde an. Heute mal wieder ein bisschen kürzere Folge. Die nächsten Folgen sollten dann aber wieder länger werden. Ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das würde mich wirklich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.